hinten ist ein Hase, habe ich gerade rausgehört. Heyo! Heyo! Dreh nach vorne! Heyo! Oh! Ach du Heilige, ich dachte gerade, das ist ein Hügel, aber das ist der Faden, ne? Gott, ist das anstrengend. Ist eine Sau da drin oder was? Wollen wir hingehen? Hier wird schon geladen. Ich bin richtig platt, richtig fix und fertig, Alter. Wir sind hier durchs Unterholz gerannt. Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Junge, 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 ey. Schuss. Er sitzt vorne auf der Blatt, auf dem Blatt, also auf der Schulter, ist ein bisschen schräg im Brustkern eingetroffen und hat das Tier sofort getötet. Also einen besseren Tod, kein Transport zu irgendwelchen Schlachthöfen. Was Besseres gibt es halt eben nicht. Das, was wir nachher erleben und halt eben auch hinterher weiterverarbeiten, ist wirklich das hochwertigste Lebensmittel, was man halt eben so bekommen kann. Wir gehen hier durch die Brombeeren. Na klar. So, können los. Ne, die Hunde haben gleich die Rehe gefunden. Oh ja, die Hunde sind schon direkt dran an der Rehe. Oh, da hinten ist was. Hey! Hey, hey, hey! Hey! Da hinten ist ein Hase, habe ich gerade rausgehört. Jetzt kommen die Treiber weiter auf ihn zu. Wird das Magazin mit den verschossenen Patronen aufgefüllt. Das ist auch bleifreies, ein bleifreies Geschoss, was sich auch mittlerweile bundesweit halt eben immer mehr durchsetzt. Das muss, um ein Stück Wild zu erlegen, einen gewissen Querschnitt haben, mindestens 6,5. Das hat 7,62, eine 308 nennt man das. Vom Kaliber her. Und wir haben bei der 308 Patrone, die ich hier verschieße, ein bleifreies Geschoss. Das ist ein Deformationsgeschoss, was sich beim Auftreffen auf dem Wildkörper aufpilzt. Die Patrone, deshalb auch der Schalldämpfer, fliegt Überschall mit 890 Meter pro Sekunde. In dem Moment, wo sie den Lauf vorne verlässt. Oh Gott! Hey! Hey! Dreh nach vorne. Hey, hey, hey! Hey, hopp! Aber jetzt sind wir gleich durch hier mit dem Trieb. Das war ja, vorhin war ja Kindergarten. Da können wir wieder 3 Minuten verschnaufen. Geil. Hey, hopp! Oh. Es gibt auch viele Tage, wo man halt eben draußen im Revier sitzt, um sich einfach nur mal das Schauspiel anzugucken. Was ist da halt eben an Wild? Es ist ja nicht so, wir gehen ja nicht nur zur Jagd, um halt eben Beute zu machen, sondern wir genießen ja auch die Natur. Es ist ja nicht so, dass der Jäger immer nur halt eben auf Jagd geht, um irgendwas totzuschießen. Ne? Gott, ist das anstrengend. Die Hälfte. Erst die Hälfte? Klar. Nein. Sicher. Quatsch, das ist doch schon mehr als die Hälfte. Oh, Zeit für eine Pause, Alter. Julian, ich kann kaum reden, mein Bart ist komplett zugefroren hier. Ich bin fix und fertig. Hätte ich das gewusst, ne? Hättest du beim Treiber mitgehen können, Alter. Oh. Habt ihr schon was geschossen? Wurde bei euch schon was erlegt? Wir haben eine Handvoll Rehe bislang gesehen und ein paar Hasen. Ich bin richtig platt, richtig fix und fertig, Alter. Wir sind hier durchs Unterholz gerannt. Das kannst du dir nicht ausdenken, Alter. Junge, 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 ey. Puh. Also Hansi, ich kann dir sagen, hier ist die absolute Stille. Und wir waren auch schon sehr erfolgreich. So, wir müssen jetzt ruhig sein. Psst. Thank you.
Der Schuss war tödlich. Sowas kann natürlich auch mal passieren, dass es nicht direkt auf der Stelle liegt, sondern halt eben noch mal 5 Schritte Fluchtweg macht. Dafür wurde es direkt vom Hund halt eben hochgejagt und hat halt eben auch noch ein bisschen Adrenalin in sich. Wenig, weil es gar nicht wusste, was halt eben los ist, aber es liegt halt eben sofort und der Schuss ist auch wieder tödlich. Auf der Schulter, auf dem Blatt halt eben rein. Deshalb liegt es halt eben auch direkt nach 5 Metern. Draußen kannst du damit draufhalten. Ich glaube, da kommt Hannes. Also langsam, wie der sich bewegt, muss man auch nicht vorhalten. Kikeriki, hey, hopp. Oh, da ist ein Hahn da mit bei, hörst du? Hallo. Ich hoffe, ihr friert da oben richtig. Es ist so derartig anstrengend. Was ist los? Wir wurden durch Brombeerbüsche geschickt, durch Fahnen, der so hoch ist. Geil. Durch Unterholz. Ich habe mir schon dreimal fast die Haxen gebrochen. Kannst du gar nicht ausdenken. Ja, wir waren schon erfolgreich. Liegen die hier irgendwo noch, oder? Ja. Ja. Wo habt ihr denn ungefähr geschossen? Kann ich das hier sehen? Alter, direkt vom Baum erlegt. Das Kleine. Krass. Hey, hey, hey! Wow, Alter! Was war das? Ist eine Sau da drin oder was? Wollen wir hingehen? Hier wird schon geladen. Hopp, 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 hopp! Das ist nichts, ne? Der hatte keinen Bock mehr. Hey, hopp! Oh, oh! Hab das drauf. Ach du Scheiße. Guck mal, hier ist ein Stacheldraht, Alter. Oh, hab ich mich gerade verjagt, ey. Ich konnte doch nichts machen. Na, wie denn auch? Das siehst du nicht. Guck mal, direkt im Fahren. Da geht er lang, guck mal. Übelst mies. Aber auch sauber abgefangen. Ist nicht das erste Mal gewesen. Nee, Mann. Ach du. Das Gute ist, dass hinterher kein Graben war, ne? Ja, stimmt. Alter, was hast du denn gefunden? Also Wildschweine gibt's hier auch. Ist keine Ente, die Jagd ist vorbei. Wir entladen die Waffe und gehen dann gleich zum erlegten Reh. Ja, sauber. Waldmanns Heil, sagt man, ne? Waldmanns Heil. Huh, ich freue mich aber auch jetzt, mich ein bisschen bewegen zu können. Puh. Doch kalt, sehr, sehr kalt. Krass. Kleines Böckchen mit einem sauberen Schuss. Ne, hier ist die Blattschaufel, hier oben geht der Rücken. Ein perfekter Schuss, das Stück hat leicht gelegen. Wahnsinn. Hier vorne ist nichts, was wir halt eben essen wollen. Da wird es eingehackt. Das war's schon. So, auf geht's. Suchen wir mal das zweite Stück. Ja. In dem Dreh müsste das zweite Stück hier liegen. Oh ja. Krass, das hätte ich nicht mehr gefunden. Und hier kann man erkennen, der Schuss ist im Prinzip fast identisch an derselben Stelle. Ja. Da, wo der Schuss auch hingehört. Man kann erkennen, es ist ein weibliches Stück von hinten. Ein Schmalreh. Ein Schmalreh. Wie du eingangs auch gesagt hast, es geht hier um Lebensmittel. Ja. Und jetzt hat man eben dieses Lebensmittel hier. Jetzt ist es noch weiter verarbeitet. Das ist schon krass. Vorne können wir es liegen lassen. Alles klar. Vielen Dank für den Einblick auf jeden Fall. Es ist wirklich krass. So, und dann fangen wir jetzt an, das Wildbrett zu ringeln. Das heißt, wir lösen den Darm. Zu ringeln? Zu ringeln, genau. Damit wir die Keulen nachher zulassen. Das heißt, wir trennen im Prinzip den Austritt-Enddarm zwischen den Keulen, um nachher möglichst ein picobello sauberes Wildfleisch zu hinterlassen. Wie viele Rehe hast du schon bearbeitet? Ein paar. Okay, dann weißt du auch genau, wo was ist und richtig. Die Schnitte sitzen. Ganz genau. So, jetzt haben wir das scharfe Messer zum Vorbereiten gehabt und tauschen
das Messer gegen ein Gekrösemesser. Das ist ein spezielles Messer. Das hat oben eine Kugel, damit wir, wenn wir jetzt in das Stück zum Aufbrechen rein gehen, ja. Nicht, man sieht ja der Pansen, ja. Magen, den wollen wir nicht verletzen, damit es nicht explodiert. Ja, halt ja, eben, ja. Ne? Du willst ja nicht, dass hier die. Genau, deshalb ist vorne die Kugel da, um halt eben das sauber aufzubrechen. Jetzt kommen wir an den Brustkern, wo man ein bisschen Druck ausüben muss. Und da ist es halt eben ja auch immer gefährlich. Mhm. Wenn man das spitze Messer jetzt einführen würde, wird halt eben es unter Umständen aufplatzen. Krass. Genau, jetzt durchtrennen wir den. Ist schon mal ein Magen geplatzt oder ein Darm? Das ist auch durch den Schuss immer mal gerne möglich. Dafür steht halt eben unser Behälter daneben, um hinterher das Wildbrett sauber zu verarbeiten. Ja, ja, ja. So. Jetzt greifen wir halt eben oben zwischen den Keulen in den hoffentlich gelösten Bereich rein, genau. So. Ach, den hast du eben von hinten. Den habe ich von hinten gelöst, genau. Jetzt haben wir die Blase. Wichtig ist immer, dass die Blase halt eben nach außen hin sofort kommt. So, und jetzt schneide ich im Prinzip von innen drin den Bauchlappen. Und dann fällt halt eben alles Erdanziehungskraft nach unten. Keulen, Rücken ist halt eben das, was wir später essen wollen. Mhm. So, das heißt, wir machen hier jetzt noch einen kleinen Kaminschnitt rein. Das heißt, die Bauchlappen werden etwas gekürzt, um halt eben die Wärme steigt nach oben auf, um halt eben im Prinzip die Luft zirkulieren zu lassen. Deshalb haben wir hier oben halt eben den Darm rausgetrennt. Ne? So. Und dann zirkuliert und das kann halt eben vernünftig abhängen und ausdünsten. Ja, ja, ja. Jetzt kommt ein bisschen Wasser. Ach so, das war im Prinzip schon das. Das war im Prinzip das komplett halt eben alles, genau. Wahnsinn. Ja, bei einem Reh habe ich es noch nie gesehen. Aber und also fertig. Ne? Jetzt haben wir hier auch eine Sache, ne? Wenn man die Nieren drauf lässt, lässt man auch die ganzen Häute und auch den Fettanteil drauf, damit die Filets dann nicht austrocknen. Weil das ist halt eben ja 100% okay. Von dem. Krass. So, das war Stück Nummer 1. Jetzt machen wir Stück Nummer 2. So, das heißt, wir sehen halt eben hier Eintreten des Geschosses. Durch. Ah, ja, da ganz genau. Ja. Oh, und da hinten geht's raus. Aber richtig. Man sieht auch den Unterschied von hier, wie klein das Loch genau. Ist. Genau, Einschussseite, Ausschussseite. Warum schießt man nicht in den Kopf? Grundsätzlich macht man das nicht, aus ethischen Gründen. Also mache ich auch nicht. Ja. Und zwar, wenn man zu tief schießt, dann hat man ein Stück im Wald rumlaufen, was keinen Unterkiefer mehr hat. Ach so, weil das... Ne? Und hier ist halt eben die Trefferfläche. Wenn ich zu hoch schieße, habe ich halt eben den Rücken entwertet. Wenn ich hier zu hoch schieße, dann oder den Nacken treffe, wo halt eben ja auch nur Muskulatur ist, dann leide ich dem Tier, dem Stück Wild halt eben unnötig Schmerzen hinzu. Ich finde, es sollte jedem bewusst sein und klar sein, dass für Fleisch immer ein Lebewesen stirbt. Ganz egal, ob ein Reh oder eine Wildsau oder auch ein Rind, ein Hausschwein, was auch immer man gerade isst. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, die in den Supermarkt gehen und Fleisch kaufen, abgepackt oder an der frischen Theke oder beim Metzger, spielt keine Rolle, zwar wissen, ich esse jetzt Fleisch und das war mein Tier, aber ich glaube, die meisten oder vielen ist das trotzdem nicht klar, was dahinter steckt. Und dieses Töten gehört halt immer dazu. Es ist wirklich ganz egal, was für ein Lebewesen, aber Töten gehört dann immer dazu. Weil ich glaube, wenn man das nie gesehen hat, dann denkt man da nicht drüber nach. Ich sage dir, mit dem heutigen Tag, ich könnte nicht darüber nachdenken, dass man das nicht komplett verwertet. Das muss komplett verwertet werden, dieses Lebewesen. Also es ist extrem wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich das gesamte Tier verwerten? Wie kann ich nicht nur einfach mir ein Filet rausschneiden und fertig? Das geht nicht. Das ist ausgeschlossen. Also ich habe mit dem heutigen Tage das Bewusstsein, für Fleisch hat sich bei mir hundertprozentig nochmal verändert. Sagen wir mal dieses Thema, was kommt auf den Teller, wie ging es dem Tier, ging es dem Tier gut. All diese Aspekte, die wir immer wieder einfließen lassen, die finden hier sehr schnell statt, wo ich sagen kann, das passt alles zusammen. Deswegen hoffe ich, dass ich das auch in meiner Ernährung in Zukunft besser integrieren kann. Und dann mal auf Rind verzichte sogar. Ja? Ich kann festhalten, mit mir das eine ganze Menge heute gemacht. Ja, ich hab, krass, absolut. Ich habe tatsächlich viel mitnehmen können, was ich so vorher gar nicht auf der Pfanne hatte. Ja. Und uns ist sehr bewusst, dass das Thema Jagen extrem kontrovers diskutiert werden kann. Und deswegen laden wir euch jetzt dazu ein. Schreibt mal in die Kommentare eure Meinung, was ihr zu dem Thema denkt und haltet. Und wir hoffen, dass wir euch einen guten Eindruck vermitteln konnten, was da eigentlich so wirklich abgeht. Und vor allen Dingen, ja, das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Art des Fleischkonsums ist, muss man einfach sagen. Ich glaube, es ist die nachhaltigste. So ist es. Also, macht's hübsch. Ciao.